Andere Richtung. Ja, gut. Das gesamte Wattenmeer ist als Weltnaturerbe geadelt. Andere berühmte Weltnaturerbegebiete sind Everglades oder Serengeti oder Great Barrier Reef in Australien. Und der Direktor vom Nationalpark dort in Australien war mal hier zu Besuch. War natürlich auch ein grauer, regnerischer Tag. Stand am Dyke, es war Niedrigwasser. Und der war doch einigermaßen erstaunt, dass das hier nun ein Nationalpark ist. Das Wattenmeer ist rau, definitiv. Das ist auch gut so, weil Südsee kann jeder. Aber Wattenmeer kann nicht jeder, weil es einfach nicht nur schön ist. Es macht etwas mit einem, wenn man sich darauf einlässt. Allein, weil es manchmal nicht da ist. Das ist ja einfach ein Schutzstatus, der ganz besonders ist. Okay, so, und was bedeutet das eigentlich? Und dann fängst du an, sich damit zu beschäftigen. Also ich glaube, viele Menschen gehen einfach sinn- und ziellos hier durch. Die empfinden wohl die Schönheit des Wattenmeers. Aber ich glaube, wenn man die mitnimmt in die Feinheiten, in die Erlebnisse, wo ich immer sage, für mich ist der Nationalpark eine Bühne. Hier meine Führung beginnt, frage ich erstmal, wo gehen wir rein? Und irgendwann einigen wir uns drauf, es ist Matsch. Einfacher Matsch. Erstmal sieht man gar nichts und sagt, graues Meer, graues, was soll das? Wozu hat man das alles? Warum schützt man das? Und wenn man da auf den zweiten Blick sieht, was alles im Boden drin lebt, was unter dem Wattboden lebt, das dann wenige Stunden später wieder überflutet ist, die Salzwiesen, die dazu kommen, die 10 Millionen Vögel, die auf dem Durchzug sind, in Riesenschwärmen, also das ist was Besonderes, so das muss man den Leuten erstmal vermitteln. Man kann die Menschen so dafür begeistern, die Wattschnecke, es ist eine unfassbar kleine Schnecke und auf den ersten Blick sieht es aus wie so ein kleiner Stein. Und wenn Leute dann verstehen, dass es eine Schnecke ist und sogar die schnellste Schnecke der Welt, dann beginnen einfach immer die Augen so zu leuchten. Das Hauptgeheimnis ist ja, dass es tatsächlich ein unglaublich großes biologisches Leben hier gibt. Auf 100 mal 100 Meter würde man da die obersten 30 cm ausgraben, durchsieben, hätte man 10 Tonnen Nassgewicht an Tieren. Und das ist irgendwie schon der Hammer. Man sieht nichts, man steckt mit den Gummistiefeln fest, wenn man rumläuft. Das ist irgendwie super unspektakulär, aber es ist dann ökologisch gesehen eben doch spektakulär. Als ich hierher gezogen bin, waren meine Bilder blau. Klar, blau, kräftiges Blau. Seitdem ich hier oben wohne, habe ich diese Hazy Light Stimmung eingefangen. Also diese hundertfachen verschiedenen Grautöne. Die hellgrauen, dunkelgrauen, blaugrauen, silbergrauen. Und Sonne, die so durch die Wolken bricht. Diese unendliche Weite bis zum Horizont. Man kann hier jeden Tag herkommen. Man kann hier zu verschiedenen Tageszeiten herkommen. Und die Natur sieht jeden Tag anders aus. Und das ist für mich so ein Wahnsinnsphänomen. Es gibt Tage, da scheint die Sonne, blauer Himmel und du denkst, boah, wunderbar. Und dann gibt es auch mal Tage oder Wochen, da gehst du raus und denkst dir, wie krass ist das gerade draußen? Also es gibt ja auch viele Tage, wo tatsächlich wir viel Sonnenschein haben und tollstes Wetter ist ja. Wenn die Sonne gleich wieder durchkommt, dann wird sich eine wunderschön farbige Landschaft hier zeigen. Schlick, Salzluft und Schafe, Kühe. Ja, es gibt einfach so einen speziellen Geruch vom Watt, würde ich sagen. Und ja, der ist halt auch hier überall. Der Matsch ist Heimat.
Oder eher gesagt, das Meer. Das Meer ist die Heimat. Wo auf der Welt ist es so, dass hier ist der Meeresboden und da fängt der Himmel an und du guckst raus und da ist einfach nichts. Das Besondere am Wattenmeer ist ja, dass man den Meeresgrund betreten kann, zweimal am Tag für ein paar Stunden. Gefühlt so ein bisschen ist es tatsächlich denn so der Mittelpunkt der Erde. Also dann ist man, ja, das ist so die Drehachse der Seele denn in dem Moment. Dieser Ort holt mich sehr schnell runter. Wenn ich mir den Moment dann nehme, rausgehe, mich hinsetze und dann das eben wirken lasse, und das geht ganz schnell, dann fühle ich mich auch geerdet. Wenn ich im Watt bin, da bin ich total glücklich. Das ist für mich das Paradies. Also ich fühle mich da total wohl, ich habe da so eine Ruhe, so ein Glücksgefühl und das möchte ich einfach mit anderen Leuten teilen. Du fährst ja in Urlaub, weil du rauskommen möchtest aus deinem Alltag. Dann möchtest du dich eigentlich in deinem Urlaub auch nicht so viel an Regeln halten. Und wir haben hier im Wattenmeer ja oft die Situation, dass du so ein Gefühl von unbändiger Freiheit hast, weil hier ja nichts ist. Das ist natürlich dann in dem Moment, ja, das musst du irgendwie zusammenbringen. Für mich ist das Wattenmeer ein unglaublicher Schatz. Und deshalb müssen wir uns mit Verbot, Gebot, Sensibilisierung so intensiv auseinandersetzen. Wir sind das größte zusammenhängende Watt hier auf der ganzen Welt. Und das, finde ich, ist auch schon eine tolle Sache, wo man den Leuten sagen kann, ihr seid hier in ganz besonderer Natur, die auch eine ganz besondere Auszeichnung bekommen hat. Ich laufe zu einer Insel und ein paar Stunden später fahren da Schiffe durch. Der Moment, in dem du da drin bist, dass du wirklich an einem Punkt bist, wo der Mensch nichts zu suchen hat. Und dennoch, du darfst da gerade sein, du darfst da durch, um das selber mal zu erleben. Könntet ihr euch vorstellen, woanders zu wohnen? Nee, überhaupt nicht. Eigentlich nicht, nee. Das ist mein Zuhause. Mir gibt es unheimlich viel zu wissen. Ich kann hier mich frei bewegen. Aber das ist natürlich auch dann damit verbunden, jeder ist so ein bisschen selber verantwortlich dafür, was mit dieser Fläche passiert.